Ich habe am Freitag Avatar Way of Water im Kino gesehen und habe mich dann dran gesetzt, Kiri zu malen. Und das kam dabei raus. Zuerst habe ich die Haut blau gemalt, wie die eigentlich auch ist, also auf jeden Fall ist. Und dann, ja, habe ich angefangen mit Schattierungen an den Ohren und überall, wo Schatten ist, die Streifen hinzugefügt, die die haben. Und dann habe ich nochmal mit Schwarz die Schatten nachgemalt, weil die Streifen der Navi in die Schatten reingelaufen sind, sozusagen. Dann habe ich die Haare gemacht. Ja, ich kann schon mal sagen, das Bild ist nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich finde, es ist ganz okay geworden. Ja, dann habe ich noch versucht, Details hinzuzufügen, also die Ketten und der Schmuck, den sie trägt. Wahrscheinlich nicht alles in den Originalfarben, weil ich ein Bild genommen habe, wo man es nicht so gut erkennt. Also ich habe es mit dem Bild abgemalt, wo man es nicht so gut erkennt, aber ja. Da habe ich noch die Augen ein bisschen schöner gemacht, glänzender, und das ist das Ergebnis.